das der schönste Strand der Welt oder ist das einfach nur die Privatinsel von Bill Gates? Guten Morgen. Nächster Tag, nächster Vlog. Gestern war mein Geburtstag und den haben wir auch ausgiebig gefeiert bei der Fullmoon Party in Killer Rock. Leider konnte ich da meine Kamera halt nicht mitnehmen und habe deshalb mit dem Handy gefilmt. Aber hier sind ein paar Zusammenschnitte. All the way from Nigeria, we're talking one of Africa's best R&Bs. $105 genau, eine Tour gebucht, in dem wir zum Member Island gefahren sind. Es gab viele bunte Fische, also viel Spaß. Watch me, just follow every move. Touch me, let me know you want it too. Don't let what you need. Tag, neues Glück. Wir nehmen jetzt erstmal die beiden Roller, fahren in die Innenstadt von Nungwi und holen uns erstmal mein Geburtstagsgeschenk ab. Ein kleines Smoothie im M Plus J Café hier vorne direkt auf dem Hauptplatz in Nungwi und dann mal sehen, weil das Wetter ist heute nicht mehr so geil, um zu surfen. Also müssen wir mal gucken, was sonst noch passiert. So, endlich habe ich mein Geburtstagsgeschenk. Habt ihr nichts gesehen? Ja, wir haben einfach mal einen Tag nichts gemacht. Und wenn ich meine nichts, dann ist es nichts. Wir lagen einfach nur ein bisschen rum, haben ein bisschen auf Epidemic Sounds geguckt, nach neuer Musik für die Vlogs und haben mein Geburtstagsgeschenk abgeholt. Und das war es eigentlich. Mehr halt auch nicht. Einfach mal die Natur genossen. Es war eigentlich auch zu windig. Wir wollten eigentlich noch Stand-Up-Paddling gehen, ein bisschen surfen, aber das müssen wir dann halt alles auf Freitag verschieben. Warum Freitag? Wir fahren heute nach Paje und zwar in den Südosten der Insel. Naja, das sind 1 Stunde 40 mit dem Roller. Mal sehen. Vielleicht ein bisschen länger. Okay, der Plan ist ein bisschen ruiniert. Also wir warten erstmal, bis das um ist und dann. So, wir sind endlich in Paje, waren gerade noch essen. Marlene sucht schon wieder Abendessen für heute Abend. Aber naja, wir wollten eigentlich noch Stand-Up-Paddling fahren,
Aber wie ihr seht, gibt es hier kein Meer. Naja, die Gezeiten treffen diesen Teil halt eher. Das Wasser ist so geschätzt 4 Kilometer weg von hier und hier ist einfach nur so ganz ebenes Wasser. Klar, viele Muscheln, viele Seesterne, natürlich auch Seeigel. Aber naja, wenn man guckt, wo man hintritt, dann tritt man auch auf keinen Seeigel. Wir gehen heute Abend auf jeden Fall noch essen im Oxygen Restaurant. Und morgen ist dann der große Tag, wo wir zur Kusa Cave fahren. Wir fahren in den Josani Forest, also da, wo es die Affen gibt. Wir fahren in das The Rock Restaurant und Stand-Up Paddling. Das alles morgen. So, wir unterbrechen kurz den Vlog für eine wichtige Neuigkeit. Und zwar Marleen hat einen Krebs gefunden, der in diesem Haus wohnt, den sie aber in das Haus umsiedeln möchte. Hat jemand Tipps, wie man das am besten macht? In die andere Muschel. Das soll in die andere Muschel gehen. Da, geht da rein. Die ist viel cooler für dich. Go away. Also, wenn jemand einen Tipp hat, wie man eine Räumungsklage bei Krebsen durchsetzen kann, ab in die Kommentare. Kalt und wir sind am Ende des Vlogs. Vielen Dank, dass ihr den angeschaut habt. Wir sehen uns natürlich wieder morgen. Lasst mir auf jeden Fall ein Abonnement und ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat natürlich. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob Sansibar was für euch wäre oder ihr sagt, nee, ich fahre lieber an die Nordsee. Na dann, schönen Tag noch und viel Spaß. Why can't we face it? Keep on paper.